Zu Wort ist offenbar niemand mehr gemeldet. Damit ist die Debatte geschlossen. Wünscht der Berichterstatter das Schlusswort? Auch nicht der Fall. Bevor wir zur Abstimmung kommen, darf ich noch fragen. Können wir abstimmen? SPÖ? Grüne? NEOS? FPÖ? FPÖ auch? Dann gehe ich in die Abstimmung ein. Wir gelangen zur Abstimmung des Gesetzentwurfs am Titel und Eingang in 947 der Beilagen. Ich suche die Damen und Herren, die dafür sind, um ein dementsprechendes Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig angenommen. Wir kommen gleich zur dritten Lesung. Wer auch in dritter Lesung diesen Entwurf annimmt, um ein dementsprechendes Zeichen gebeten. Das ist ebenso einstimmig und damit ist der Gesetzentwurf auch in dritter Lesung angenommen. Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Strasser, Vogelauer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Maßnahmen zur Verbesserung des Schutzes der Alm- und Weidewirtschaft. Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. Das ist mehrstimmig angenommen. Ich darf nun den Entschließungsantrag der Abgeordneten Hauser, Kolleginnen und Kollegen betreffend des Völkerschutzes in Wolfsland-Siedlungsgebieten durch Anpassung der FFH-Richtlinie zur Abstimmung bringen. Wer die Zustimmung dazu gibt, darf ich bitten um ein Zeichen. Das ist die Minderheit. Damit ist der Antrag abgelehnt.